Da strahlt sie, die klassizistische Fassade des Behenhauses in Lübeck, die im späten 18. Jahrhundert entstand, obwohl die Bebauung des Grundstücks weit älteren Datums ist. Da drüben, da sehen Sie mich kommen, die ich Sie jetzt einlade, mit mir einzutreten. Bitte, treten Sie ein mit mir in dieses Haus, in dem es sehr viel über Julia da Silva Bruns zu berichten gibt, die spätere Julia Mann. Ihr Vater war ein Lübecker, der nach Brasilien auswanderte, und sie kam als kleines Mädchen zurück in diese Stadt. Und diese Stadt gefiel ihr zuerst überhaupt nicht. Es war ihr kühl, es war ihr unbehaust, aber natürlich blieb sie hier. Und ich glaube, es gibt so viel über ein ungewöhnliches Frauenleben zu erzählen, dass es Sie gewiss, ich wage zu sagen, begeistern wird. Und warum nehme ich Sie übrigens gerade ins Behenhaus mit, um über Julia Mann zu hören? Ganz einfach, Familie Mann und die Buddenbrook sind über Jahre hier im Behenhaus zu Gast, weil die alte Mengstraße 4 zu einem neuen Museum umgebaut wird. Und was gibt es Schöneres, als in solches Ambiente wie dieses Haus, in dieses Haus einzutauchen und sich um 1800 in eine Szenerie zu bewegen, genauso wie die Buddenbrooks oder die Manns es gemacht haben. Nicht nur, dass es eben schon so aussah, als sei man im Hause einer Familie, die die Manns hätten sein können. Nein, jetzt gehen wir weiter und sind in einem Saale. Wenn Sie sich den anschauen, Pitschbeinböden, an den Wänden Stucco Lustro, und wieso komme ich auf diesen Saal? Die kleine Julia, von der zu erzählen sein wird, hat hier aller Wahrscheinlichkeit nach ihre zarten Mädchenfüße zum Tanzen hingesetzt. Lauter solche Dinge erfahren Sie, wenn ich denn diesen Koffer, den Sie schon lange gesehen haben und sich sehr wahrscheinlich gefragt haben, was ich denn damit möchte, wenn ich diesen Koffer für Sie öffne. Dieser Koffer ist gefüllt mit Erinnerungen, mit Briefen, mit Fotos, mit kleinen exotischen Dingen aus Brasilien, und alles das kommt zu Ihnen und ein Erinnerungsstrom geht los. Das Leben der Julia Mann, geborene da Silva Bruns, 1858 bis 1923. Und Sie können mir glauben, das ist ein spannendes Leben. Lassen Sie uns den mal öffnen und gucken, was darinnen enthalten ist. Als erstes kommt Ihnen Julia entgegen, um 1900. Zu der Zeit ist sie schon in München und hat sich dort, Sie sehen es, ein Plissé-Kleid anfertigen lassen vom berühmten Fortuny, der übrigens das Plissé erfunden hat, by the way. Und was finden Sie noch an Erinnerungen in dieser Kiste, in diesem alten Hutkoffer? Einen Fächer, genauso wie sie ihn hätte zu der Zeit tragen können. Das Opernglas natürlich dazu, selbstverständlich. Dann gibt es diverse Kästchen mit Fotos etc. Es gibt, ach, wissen Sie, was es noch gibt? Es gibt eine kleine Tasse. Eine handbemalte kleine Tasse, die aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Veranda gestanden haben mag, um die dicke Schokolade, gut, da hatte man größere Tassen meistens, aber sie hätte drin sein können. Eine Rose. Warum? In kristallenen Schüsseln lagen Rosen, die mit Öl getränkt wurden und Duft verbreiteten. Fast so, wie wir es heute wieder machen. Und dann, last but not least, Briefe gibt es, Fotos gibt es, en masse, en gros, aber ein kleines Schmuckstück ist dieses Buch aus Dodos Kindheit. Schmuckstück insofern, als Dodo
sprich Julia Mann, so hat sie sich selbst genannt, Dodo, wo sie ihr Kinderleben oder ihr Leben bis nach Lübeck hin aufzeichnet. Sie werden hören und Sie werden sehen. Haben Sie sehr wahrscheinlich schon erspüren können, was über Julia Mann alles zu berichten ist. Und vor allen Dingen, welche unglaubliche Frau Ihnen entgegentreten wird, die in ihrem Leben sehr, sehr viel bewegt hat, zum Beispiel ganz besonders Einfluss genommen hat auf die Söhne Heinrich und Thomas. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.